So, letzter Termin für diesen Tag. Inzwischen sind wir bei Samsung angekommen. Gestern wurde angekündigt, das Galaxy S6 jetzt in unseren Händen. Und was es so kann, das zeigen wir euch jetzt. So, der große Clou ist ja eigentlich schon länger raus. Es gibt eine normale Version und auch eine Edge-Version mit zwei abgerundeten Kanten, wie wir es auch schon vom Galaxy Note Edge kennen. Ansonsten, rein allein schon die Hardware-Specs lesen sich fast wie so ein kleiner feuchter Jungsraum. 5,1 Zoll Display mit 2560x1440 Pixeln, also eben die Auflösung wie beim Note 4, aber durch die kleinere Größe nochmal höhere Dichte von 577 ppi, ist glaube ich aktuell das schärfste Display, was es am Markt gibt, und natürlich auch wieder AMOLED, und das gilt für beide, also auch wirklich exzellent Display schon mal verbaut. Auch die sonstige Hardware, ich meine den Snapdragon 810, den man eigentlich nehmen wollte anscheinend, hat man rausgeworfen, weil zu heiß, munkelt man, deswegen jetzt hier eine Samsung eigene Lösung. Und dazu gibt es noch 3 GB DDR4 Speicher, ist auch schon sehr modern, sowie wahlweise 32 GB, 64 GB oder 128 GB Massenspeicher mit UFS-2 Standard, wird es wenigstens was sagen. Heißt einfach, es ist wirklich verdammt schneller Speicher, und das ist schon mal nicht schlecht. Erweiterbar ist der Speicher leider nicht mehr, das hat man eben geopfert für die, ja, das schönere Design jetzt, und wird dementsprechend eben in diesen 3 Größenordnungen verkauft werden. Farblich haben wir hier schon mal Gold, so wie hier die schwarze Variante. Weiß, also Silber gibt es dann eben auch noch, sowie jeweils eine Spezialvariante für die jeweiligen Editionen. Das ist hier zum Beispiel grün bei dem Edge, und bei dem normalen wäre es dann eine kobaltblaue Variante. Wie schon erwähnt, Design etwas hochwertiger. Auf der Rückseite Glas, so wie vorne, beides Gorilla-Glas, also sehr kratzfest. Rahmen aus Aluminium, wie man es eben gesagt hat, auch ein noch etwas widerstandsfähigeres Aluminium, damit es eben nicht so schnell zerkratzt und zerbeult. Hier unten, man könnte meinen, man hat sich kurz bei einem anderen Hersteller inspirieren lassen, aber das wollen wir jetzt an der Stelle nicht weiter vertiefen. Trotzdem wie immer USB 2 Kopfhörer, ist also relativ Standardausstattung. Und ja, das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist halt der Kamerabuckel, aber gut, man braucht noch ein bisschen Luft nach oben, um es zu verbessern. Ein ziemlich cooles Feature, wie ich finde, ist natürlich auch eine schnelle Kamera, vor allem eine gute Kamera. Wir haben jetzt gerade Chrome offen, und ihr braucht eigentlich egal wo ihr seid, Homescreen, Lockscreen, wo auch immer, zweimal auf den Home-Button drücken und schon ist die Kamera da. 0,7 Sekunden, das ist wirklich verdammt schnell, rein objektiv auch. Und auch sonst wurde die App einfach ein bisschen entschlackt. Sieht ein bisschen schöner aus, genauso wie eben der Rest von TouchWiz. Hat mir auch schon angekündigt, dass das einfach ein bisschen aufgeräumter sein sollte. Zum Beispiel die Telefon-App sieht ein bisschen schöner aus hier bei den Kontakten. Aber auch eben sonst wurde es alles ein bisschen entschlackt. Viele zusätzliche Samsung-Apps kann man jetzt eben über die Galaxy-Apps ziehen, sind nicht mehr vorinstalliert. Ist sehr vernünftig, wie ich finde. Wireless Charging ist nun auch mit verbaut. Das heißt, ihr könnt es einfach auf diese QI-Ladestation legen, die man sonst auch schon beispielsweise vom Nexus 5 oder so kennt. Die unterstützen das schon länger. Ebenso Fast Charging natürlich verbaut. Das heißt, ihr könnt das Ding ratzfatz zumindest zu 50% aufladen. Danach wird es eben ja, ein bisschen kürzer. Man kennt die Ladekurve, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Ich muss sagen, das Design gefällt mir wirklich sehr gut, weil es fühlt sich einfach nicht an wie ein 5,1 Zoll Gerät. Wenn ich mal mein Nexus 5 dagegen halte, das wirkt fast so richtig wie so eine Wuchtbrumme dagegen. Und dafür ist das wirklich sehr leicht, sehr dünn auch noch. Und das für all die Technik drin steckt, ist schon keine schlechte Leistung von Samsung. Matthias meint, ihm ist das hier ein bisschen zu schmal am Rand. Das passt ja nicht so gut an. Manche mögen es vielleicht eben wieder, gerade durch diese runde Kante. Aber deswegen gibt es eben zwei verschiedene Varianten. Das normale S6 ist dann auch ein bisschen dicker am Rand. Ist also kein Problem. Kein Unterschied, der mir gerade noch auffällt. Beim Edge ist hier oben der SIM-Karten-Slot untergebracht. Beim normalen ist er hier an der Seite versteckt, genau. Ihr habt es schon mitbekommen, eigentlich so ziemlich wirklich das Beste an Technik verbaut, was es derzeit irgendwie zu bieten gibt. Problem, das Ganze hat natürlich seinen Preis. 699 Euro werden für die Basisvariante fällig beim normalen S6, das heißt 32 GB Speicher. Steigt in 100 Euro Schritten, also eben 799 für 64 GB und 899 Euro für 128 GB Speicher. Im Gegensatz dazu ist das S6 Edge nochmal ein bisschen teurer. Das geht mit 32 GB bei 849 Euro los und steigt dann eben mit 64 GB auf 949 und bei 128 auf 1049 Euro. Was für ein Smartphone schon echt ein ganzer Brocken ist, da kann aktuell nicht mal Apple mithalten. Offizielles Erscheinungsdatum ist der 10. April 2015. Da gibt es vielleicht noch mal ein kleines Event, das werden wir dann sehen. Und bis dahin müssen wir noch abwarten. Dann kommt ein Test ohne Licht. Und bis dahin, mach's gut.